Ja, jetzt zum Abschluss dieser Auftaktkundgebung spricht zu euch derjenige, der gezeigt hat, dass moderner Online-Aktivismus längst nicht mehr nur aus möglichst vielen Klicks unter Protestresolution besteht. Er und seine Mitstreiterinnen nutzen das Netz stattdessen auch immer wieder dazu, Tausende auf die Straße zu bringen, so wie heute hier in Berlin. Dass es ihm deutlich mehr Spaß macht, auf so einer Bühne zu stehen, als vor dem Rechner zu sitzen, werdet ihr gleich erleben. Begrüßt mit mir Christoph Bautz von Campact. Ja, hallo liebe Leute, seid gegrüßt. Warum seid ihr viele? Genau das hat es hier heute gebraucht. Denn wenn ich die letzten Wochen anschaue, dann haben wir den größten Lobbyangriff erlebt, den dieses Land seit vielen Jahren gesehen hat. Der BDI, der BDEW, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, E.ON, RWE, Vattenfall, sie alle schießen sich in diesen Tagen auf die Energiewende ein und deswegen ist es super, dass ihr mit so vielen Menschen hier seid und diese Energiewende verteidigt. Klasse! Die Lobbyisten waren ganz schön erfolgreich. Die Ideen aus ihren diskret lancierten Papieren finden sich zum Teil 1:1 im Koalitionsvertrag wieder. Zum Beispiel hier, E.ON-Chef Johannes Theissen mit einem Satz. Wir werden prüfen, ob Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien einen großen Teil ihrer Maximalanspeisung garantieren müssen, um so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Was das bedeutet, dass die erneuerbaren Energien in Zukunft Kohlekraftwerke subventionieren sollen für den Fall, dass sie mal selbst keinen Strom erzeugen. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wer die Energiewende mit Ausbaudeckeln ausbremsen will, wer nach der Photovoltaik jetzt auch noch die Windenergie abwürgen will, der bekommt es mit uns Bürgerinnen und Bürger zu tun. Wir sind hier, um die Energiewende zu verteidigen. Wir sind hier, um Fracking zu verhindern. Und wir sind hier, damit Atom- und Kohlekraftwerke endlich abgeschaltet werden. Auf den Koalitionsvertrag geeinigt haben. Wir werden sicherlich in einigen Vorstandsetagen der Energiekonzerne und ihren Lobbydependancen hier im Berliner Regierungsviertel die Sektkorken geknallt haben. Aber wenn ich euch hier sehe, wenn ich sehe, wie viele Menschen wir hier sind, dann bin ich sicher, die haben sich zu früh gefreut. Mit dem heutigen Tag werden die Karten neu gemischt. Hier entsteht eine kraftvolle, eine vielfältige Bürgerbewegung. Und so schnell kriegt ihr uns nicht mehr weg von der Straße. Liebe Freundinnen und Freunde, da bin ich dieser energiepolitischen Debatte der letzten Tage und Wochen dankbar, dass endlich breit diskutiert wird über eine große Ökoschweinerei und das ist die Verstromung von Kohle. Ich weiß nicht, wer von euch alles schon mal drüben in der Lausitz war, wer schon mal am anderen Ende der Republik im rheinischen Kohlerevier war. Wo überall gigantische Schlote jeden Tag Quecksilber, Feinstaub, Arsen, Blei ausspeien und nach Berechnungen von Greenpeace deswegen 3000 Menschen im Jahr hier in diesem Land vorzeitig sterben. Aus gigantischen Schloten 150 Millionen, kaum vorstellbar, 150 Millionen CO2 ausgespeit wird. Und wo Megabagger sich Tag für Tag und Stunde für Stunde durch Wälder, Wiesen und Seen
Burggraben und Dörfer wie Kerglitz, wie Krapko, wo Proschin für immer ausgelöscht werden und nur Mondlandschaften zurückbleiben. Ich fand diese Szenerie dort beklemmend und ich hatte ein Gefühl der Wut danach. Ich kann nur sagen, hört auf, unsere Zukunft zu verkohlen. Macht Schluss mit diesem Kohleirrsinn und macht die Tagebau und Kohlemeier endlich dicht. Doch, liebe Leute, auf was einigt sich die SPD mit der Union? Auf einen Ausbaudeckel für die Erneuerbaren, damit auch 2025 noch 50% des Stroms aus Kohle kommt. Eine Absage an jede Reform des europäischen Emissionshandels, damit er weiter wirkungslos bleibt. Die Beibehaltung exzessiver Ausnahmetatbestände für die energieintensiven Betriebe. Liebe SPD-Führung, wenn ihr eure Partei weiter in die 70er Jahre zurückführen wollt, wenn ihr die Energiewende, die mal von euren großen Vordenkern wie Erhard Eppler, wie Hermann Scheer auf den Weg gebracht wurde, wenn ihr die verratet, wenn ihr Klientelpolitik für Klimakiller und Landschaftsfresser macht, dann könnt ihr euch eines abschminken, dass ihr bei der nächsten Wahl mehr als 25,7% bekommt. Eine Partei der Kohlelobby, die wählen wir nicht. Und ich möchte euch, liebe Leute, an dieser Stelle um einen solidarischen Applaus bitten. Für die Menschen, die tagtäglich gegen diesen Kohlewahnsinn und gegen die Bagger kämpfen. In der Lausitz, im Rheinischen Kohlerevier, im Hambacher Forst und gegen den Tagebau Welzow Süd. Ihr seid klasse, seid euch sicher, die Menschen hier auf diesem Platz stehen hinter euch. Ihr streitet weiter, leistet weiter Widerstand. Das ist euer Applaus. In den nächsten Monaten wird darüber entschieden, in wessen Hand die Energieversorgung liegt. In der Hand von uns Bürgern, die große Solaranlagen auf ihr Dach machen oder die Windparks starten, oder in der Hand der alten Platzhirsche und Monopolisten auf dem Energiemarkt. Schwarz, Rot, sie bremsen genau die Bürgerenergiewende aus mit Hürden, die vielleicht die Großanlagen der Großinvestoren noch nehmen können, aber eben gerade die kapitalschwachen kleinen Anlagen die Bürger nicht nehmen. Und was am verrücktesten ist an deren Konzepten, die Förderung der Windenergie an Land, die wird massiv gekappt, sodass sich im Süden, da wo am meisten Strom gerade gebraucht wird, Windenergie nicht mehr rechnet. Und stattdessen wird massiv weiter in Offshore-Energie gesteckt, die das Dreifache kostet. Und dann muss der Strom halt durch die halbe Republik nach Süden transportiert werden. Wir sagen, macht Schluss mit diesem Quatsch. Sorgt dafür, dass es eine vernünftige EEG-Reform gibt und bremst die Energiewende nicht aus. Das Ganze ist bei weitem noch nicht entschieden. In der SPD, in der Union gibt es starke Kräfte, die hinter uns stehen, die auch für die Energiewende kämpfen. Und in den Bundesländern, die über das EEG noch entscheiden müssen, gibt es sehr verschiedene Interessen. Und genau da können wir einhaken, genau dafür können wir kämpfen in den nächsten Monaten. Wir sagen denen, dem Kanzler, macht die Energiewende nicht platt. Wir sagen, das EEG muss bleiben und die alten Energien müssen gehen, und zwar zackig. Ja. Liebe Leute, eins zum Schluss. Machen wir uns nochmal bewusst, um was es wirklich geht in den nächsten Wochen. Es geht nicht nur darum, ob ein paar Windräder mehr oder ein paar Solaranlagen mehr auf Dächer geschraubt werden.
Es geht auch nicht nur darum, ob die Energiewende in diesem Land Bestand hat, sondern es geht darum, ob wir das Ruder noch rumgerissen bekommen und nicht weiter sehenden Auges in die Klimakatastrophe rasen. Warum? Weil die Welt auf diese Energiewende schaut. Schaut, ob wir es hinkriegen, eine der größten Industrieländer dieser Welt umzukrempeln von unten und mit einer ganz, ganz anderen Energieversorgung zu versorgen. Genau dafür lohnt es sich zu streiten. Genau deswegen müssen wir den großen Konzernen die Stirn bieten. Dafür gehen wir auf die Straße, dafür laufen wir heute durchs Regierungsviertel. Jetzt packen wir es an, lasst uns